Ja, heute mal wieder ein bisschen China-Shit. Diesmal habe ich mich von Hangcheng. Was steht da? Try Me Cool Game geholt. Das ist so eine Spielekonsole. Oh mein Gott, es ist nichts drin. So, dann werden wir mal schnell ein paar Batterien installieren. Ich hoffe, das geht so auf die Schnelle. Ah, natürlich nicht. Man sollte es auch nicht mit einem Messer machen, sondern einfach mit einem Schraubendreher. Warum mache ich es nicht mit einem Schraubendreher? Damn. So, oh, die Spielekonsole ohne Scheiß. Die ist so fucking leicht. Okay, einfach irgendwelche Schieberaufkleber drauf. Super, 2 AA-Batterien, geil. So, jetzt habe ich gerade den Wert einfach verdoppelt, obwohl das so eine billig AA-Batterien sind. Ich mache es on. Jetzt möchte ich gerne. Jetzt mache ich erstmal den Sound aus. Was ist denn das? Oh, der. Was ich will. Ich kann hier gar nichts machen. Oh, geil. Hey, hallo, geht's auch ein bisschen langsamer? Oh, ist das ein Scheißgänger. Geht es? Ich möchte es ein bisschen langsamer machen, bitte. Warte. Was ist das? Jetzt versuchen wir es mal so. Zack. Okay, das ist eine Geschwindigkeit, da kann ich mitarbeiten. Ist hier auch nur ein Game drauf, oder was? Oh, die Tasten sind so scheiße. Ich weiß nicht, was dieses Ding mir sagen will. Oh, jetzt kommen welche von unten, okay. Ja, schön wäre halt, wenn auch. Was ist das? Es gibt nur ein Scheiß-Game hier drauf. Ernsthaft jetzt? Ja, hier kann man Level und Speed einstellen. Es gibt nur ein Game. Alter, ist die Konsole scheiße. Ist die Konsole scheiße. Oh mein Gott. Ich würde ja echt, ich überlege gerade, ob ich das Ding mal auseinandernehme, weil es würde mich echt mal interessieren, was in diesem Teil drin ist. Aber ich habe keinen Schraubendreher am Start. Das werde ich zu einem späteren Zeitpunkt nochmal machen, weil es ist wirklich ohne Witz ein Hauch von gar nichts. Und dann ist einfach nur Game Mini und dann wird es als Spielekonsole, wird es, was ist denn das? Rotate? Als Spielekonsole wird es angepriesen, es ist einfach nur Tetris-Imitat drauf. Keine Ahnung. Späterer Zeitpunkt werde ich das Ding auseinandernehmen. Okay. Würde ich es nochmal kaufen? Never. Für kein Geld der Welt, weil es ist einfach nicht wert. Und ihr könnt selber gucken, was sowas kostet. Da bezahlt er ein paar Euro für wirklich, wirklich harten Müll, Hardcore-Müll. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wehrt euch. Den Link nicht unten drunter lassen. Doch, ich lasse euch den Link unten drunter. Dann könnt ihr mal gucken, wo die Dinger so gehandelt werden. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Lasst mir gerne einen Kommi da. Lasst mir ein Abo da. Wäre nice. Bis zum nächsten Mal.